Ja, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag Effort Fake, Kunst im Spannungsfeld von Original, Faksimile und Fälschung am Collegium Generale der Universität Bern im Rahmen der Reihe Alles falsch. Leider eben jetzt nur digital. Wir wissen alle, warum, wir kennen alle die bekannten Gründe. Umso schöner, dass es dann aber wenigstens digital funktioniert. Mein Vortrag hat zwei Teile. Der erste Teil ist überschrieben Effort Fake oder Six Degrees of Separation. Und der zweite Teil ist überschrieben Kunst im Spannungsfeld von Original, Faksimile und Fälschung. Sie werden sehen, dass es nicht so sehr um das Faksimile gehen wird, wie eigentlich von mir geplant. Ich wollte Ihnen nämlich eigentlich zu meinem Vortrag ein solches Faksimile mitbringen, das zugleich dann eben auch als Fälschung fungiert hat. Aber das funktioniert digital natürlich nicht. Deshalb habe ich jetzt eben diesen Anteil des Faksimiles aus dem Vortrag stark zurückgenommen. Es wird aber doch an einer Stelle mal kurz angesprochen. Der erste Teil des Vortrags, der Titel Effort Fake oder Six Degrees of Separation. Diejenigen, die sich im Kino auskennen, werden sehen oder schon wissen, das sind zwei Filmtitel. Effort Fake ist der Titel eines berühmten Films von Orson Welles von 1973, an den ich ganz kurz einmal anknüpfen werde im zweiten Teil des Vortrags. Und Six Degrees of Separation ist der Titel eines Theaterstücks von John Guare aus dem Jahre 1990, beziehungsweise auch dann der Titel einer filmischen Adaption dieses Dramas, gedreht drei Jahre später von Fred Scipisi mit Will Smith, Donald Sutherland und Stockard Channing in den Hauptrollen. Und ich beziehe mich hierbei auf den Originaltitel des Films und nicht auf den etwas unglücklichen deutschen Titel, unter dem der Film in unseren Kinos lief, nämlich Das Leben, ein Sechserpack hieß der dort. Interessanterweise wird in diesem Film Six Degrees of Separation dort bereits das Konzept eben der Six Degrees of Separation in einem Zusammenhang mit dem Phänomen der Fälschung vorgebracht. Da in Theaterstück wie Film die Hauptfigur Paul seinen Gastgebern, dem Ehepaar Weezer und Flann Kittredge, ihres Zeichens übrigens von Beruf Kunsthändler, eine erfundene, gefälschte Existenz vorspielt, da sich im Verlauf der Handlung herausstellt, dass er nicht wirklich der ist, für den er sich ausgibt. Unter anderem behauptet er nämlich, ein Freund ihrer an der Harvard-Universität studierenden Kinder und der Sohn eines Mannes zu sein, der eine Filmversion des Broadway-Musicals Cats dreht. Der Zuschauer, wie die Kittredges, kann letzten Endes nur über seine Motive spekulieren, eine solche erfundene und gefälschte Existenz vorzutäuschen. Aber indem er sich den Kunsthändlern auf diese Weise nähert, präsentiert Paul, wir wissen am Schluss nicht mal, ob das wirklich sein richtiger Name ist, präsentiert Paul ihnen zugleich einen Spiegel ihrer eigenen privilegierten Existenz. Und diese Existenz ist anscheinend auch eine liberale und diese Liberalität entlarvt Paul in gewisser Weise. Denn wie sich zeigt, hat Paul seinen erfundenen Charakter in Reaktion auf die Erwartungen und Verhaltensweisen der Kittredges modelliert. Und damit haben wir bereits einen ersten wichtigen Aspekt der Fälschung. Sie kann nämlich auch als etwas gesehen werden, das nicht nur auf etwas bereits Vorhandenes reagiert, sie reagiert also deshalb eher, als dass sie handelt, sondern die Fälschung ist zudem oftmals an den Erwartungen, Hoffnungen, Ängsten und dem Verhalten derjenigen entlang modelliert, die die Fälschung von ihrer Echtheit überzeugen soll. Fälschungen sind insofern auch immer ein Spiegel der Gesellschaft, auf die sie abzielen. Zugleich fungiert der falsche Paul als ein Bindeglied innerhalb der Six Degrees of Separation, denn, wie sich zeigt, hat er, bevor er sich den Kittredges angenähert hat, schon andere Paare in der gleichen Weise getäuscht, die ebenfalls Mitglieder der sozialen New Yorker Oberschicht sind. Und indem Paul auch dort jedes Mal eine tiefe, verwirrende Wirkung auf diese Paare hatte, verbindet er sie alle in ihrer gemeinsamen Erfahrung. Der Titel Six Degrees of Separation ist jedoch ursprünglich die Bezeichnung für eine im Übrigen unbewiesene Theorie von 1929, die der ungarische Autor, Dramatiker, Dichter, Journalist und Übersetzer Friedrich Karinthy im Rahmen einer Novelle, die auf Deutsch übersetzt Ketten oder Kettenglieder heißt, entwickelt hat. Gemäß dieser Theorie kann jeder oder jede oder auch jede Sache auf der Erde mit einer anderen Person oder Sache über eine Kette von Bekanntschaften verbunden werden, die nicht mehr als 5 Vermittler hat. So ist jeder 6 oder sogar weniger Schritte von jeder anderen Person in der Welt entfernt, zumindest dieser Theorie zufolge.
Beliebige zwei Menschen auf der Welt sind deshalb durch das Bindeglied des Freundes eines Freundes in einem Maximum von 6 Schritten miteinander verbunden. Ich habe mir den Titel für den ersten Teil meines Vortrags geborgt, da ich zeigen will, dass das, was wir heute allgemein das Original nennen, auch 6 Grade von dem getrennt ist, was wir gemeinsam als Fälschung auffassen. Wir haben also erstens das Original, zweitens die autographe Replik oder auch Werkwiederholung. Wir haben dann drittens die Kopie, viertens das Pasticcio, fünftens die Stilimitation oder Stilaneignung und sechstens die Fälschung. Ich will diese Schritte im Folgenden kurz demonstrieren. Ich habe hierbei, wie Sie schon gesehen haben, das Original auf der einen und die Fälschung auf der anderen Seite aus 2 Gründen in Anführungszeichen gesetzt. Erstens nämlich, um sie von den 4 anderen Formen abzuheben, die in gewisser Weise objektivere Begriffe sind, da man eher seltener darüber in Streit gerät, was als eine Replik, eine Kopie, ein Pasticcio oder eine Stilimitation zu gelten hat. Es gibt hier eine Reihe von Kriterien, um dies zu klären. Die Frage aber, ob und wann etwas ein Original oder eine Fälschung sei, erweist sich häufiger als sehr viel diskussionsanfälliger. Und dies hat mit dem zweiten Grund zu tun, weshalb ich diese beiden Begriffe in Anführungszeichen gesetzt habe. Das Original ist etwas, das überall und durch die Zeiten hindurch immer wieder kulturell neu ausgehandelt und definiert wird. Wir können dies anhand der Tatsache sehen, dass in der westlichen Antike das Original oder das Authentische jeweils für einen Griechen oder Römer etwas anderes bedeutete und für beide wiederum etwas ganz anderes als für uns heute. Da der fragliche Gegenstand, wenn er in Griechenland für echt bzw. authentisch erklärt wurde, weniger mit dem Eigennamen eines bestimmten Künstlers oder selbst seiner Werkstatt assoziiert wurde, als zum Beispiel in Rom, sondern in Griechenland vielmehr mit dem Material und der Art und Weise, wie dieses technisch bearbeitet worden war. Später, in der frühen Neuzeit wiederum, hatte ein Kunde oder ein Experte wieder ganz andere Erwartungen gegenüber einem einzelnen Künstler und oder seiner Werkstatt als heute, je nachdem wie der entsprechende Vertrag formuliert war. Garantierte der Künstler, dass er allein und mit seinen eigenen Händen an dem Kunstwerk arbeiten würde, und falls ja, bis zu welchem Ausmaß, dann wurde gesagt, das ist das Kriterium für Echtheit, dann muss der Künstler aber auch tatsächlich selber an diesem Werk eigenhändig fast alleine gearbeitet haben. Einigt man sich hingegen darauf, dass da auch die Werkstatt beteiligt werden kann oder aber sogar diese Arbeit ganz übernimmt, dann kann eine solche Arbeit im Anschluss eben auch als Original gelten. Wie verschieden ein und dasselbe Objekt dann beurteilt werden kann, wird klar, wenn wir einen Blick auf den Fall eines Rechtsstreits werfen, der bis vor kurzem bezüglich der zweiten Version eines Gemäldes ausgetragen hatte, wurde, das sich heute im Besitz einer Galerie in Neuseeland befindet, Ready-Made de l'Histoire d'un Café de Fleurs von dem deutschen Maler Jörg Immendorf. Ein Privatkunde hatte 1999 eine zweite Version des Bildes von einem Werkstattassistenten Immendorfs in dessen Atelier für 30.000 deutsche Mark erstanden und auch ein Echtheitszertifikat dafür erhalten. Nach dem Tod Immendorfs im Jahre 2007 behauptete seine Witwe oder Sohn, die Sie hier unten rechts im Bild sehen können, allerdings, dass es sich bei dieser zweiten Version tatsächlich um eine Fälschung handle. Ihr zufolge war es lediglich eine Kopie, die ohne jegliche Autorisierung seitens ihres Mannes hergestellt und dann in betrügerischer Absicht als Original verkauft worden sei, wobei sie auch den Umstand betonte, dass die Unterschrift auf dem Echtheitszertifikat mechanisch hergestellt worden sei, also mit einem Stempel. 2012 gab ihr das Landgericht Düsseldorf Recht und die Zerstörung des Bildes wurde verfügt. Im August 2014 entschied das Oberlandesgericht Düsseldorf jedoch, dass der Kunde die zweite Version rechtmäßig im Atelier des Malers erworben habe und er daher habe erwarten können, dass der Maler von diesem Handel weiß, zumal die Herstellung und der Verkauf solcher Kopien über Werkstattassistenten im Atelier Immendorfs schon zuvor immer wieder einmal praktiziert worden war. Somit schien es, als habe der Maler dieser Praxis und folglich auch dem Verkauf und der Bewertung solcher Bilder als seine echten Werke zugestimmt. Daher könne der Ankläger auch nicht die Zerstörung der Malerei oder die Identifizierung der Arbeit als Fälschung einklagen. Das Gericht betonte jedoch zugleich auch,
dass es nicht imstande sei, irgendetwas bezüglich des wirklichen Status der Arbeit als Original oder Kopie sowie bezüglich seines wahren künstlerischen Werts zu sagen. In gewisser Weise werden wir hier Zeugen eines Aufeinanderpralls zweier verschiedener Auffassungen des Künstlers. Auf der einen Seite der Sicht der frühen Neuzeit, wo ein Künstler über eine Werkstatt und Helfer verfügte, die in seinem Geist arbeiteten und denen es daher erlaubt war, Repliken oder Kopien mit dem Einverständnis des Meisters als Originale zu verkaufen. Und andererseits die moderne zeitgenössische Konzeption, der zufolge nur als Original verkauft werden darf, was vom Künstler selbst eigenhändig ausgeführt worden ist. Oder, um sich einer künstlerischen Bewegung der 1960er Jahre zuzuwenden, wir haben mit der sogenannten Fake- oder Appropriation-Art einen Ansatz, bei dem nicht nur die Werke anderer Künstler und Künstlerinnen wiederholt werden und dennoch bzw. gerade deshalb behauptet wird, dass es sich dabei um originale, ursprüngliche und authentische Arbeiten handle, sondern der zudem auf den Namen des Fake getauft ist. In Anbetracht des Umstands, dass die Werke unter dieser Überschrift präsentiert werden und zu verstehen sind, handelt es sich dabei natürlich nicht um echte Fälschungen, da eine Fälschung stets zu täuschen versucht, während die Künstlerinnen und Künstler der Fake Art eher darauf zielten und zielen, kritische und herausfordernde Fragen zu stellen. Etwa dahingehend, was Kunst und deren Originalität und Authentizität letzten Endes denn eigentlich ausmacht. Ist es in erster Linie die dahinterstehende Idee oder deren manuelle Ausführung? Die Fake- bzw. Appropriation-Art will so unter anderem auch zeigen, dass Kunst stets Kunst über bereits existierende Kunst ist. Oder, um zuletzt nur ganz kurz noch einen Blick auf die nicht-westlichen Kulturen, wie zum Beispiel Japan oder China, zu werfen, wo Kopien und Imitationen eines bereits vorhandenen Gegenstandes erstens sehr hoch geschätzt werden, da Originalität dort nicht so sehr an deren materielle Manifestation gebunden wird wie in unserer Kultur, sondern dort eher konzeptuell aufgefasst wird, und zweitens, weil dort die handwerkliche Befähigung stärker in den Fokus genommen wird. Und zwar genau diese handwerkliche Fähigkeit, derer es bedarf, um einen bestimmten Gegenstand zu schaffen, beziehungsweise dann zu wiederholen. Das Original hat dort daher einen anderen Stellenwert als in unserer Kultur. Das heißt, was Sie in China zum Beispiel haben, ist, dass man dort nicht entscheidet, ist ein Werk hundertprozentig authentisch oder eine Fälschung, sondern dort kann zum Beispiel auf der Grundlage, wie dicht ein Gegenstand an dem Vorbild ist, ob zum Beispiel in der Werkstatttradition, in der Technik eines bestimmten, eventuell schon verstorbenen Meisters gearbeitet wurde, wird dann sozusagen der Grad der Echtheit bestimmt. Und das heißt, es wird dort zum Beispiel dann auch gesagt, dieses Werk ist zu 80% ein Original, weil es dem Künstler oder der Künstlerin, die es hervorgebracht hat, gelungen ist, sozusagen zu 80% an das Vorbild heranzukommen. Und da der Meister, der sozusagen in dem Original als Geist anwesend ist, hier ein Stück weit dann angenähert wird, wird diese Art von Kopien oder eben auch Imitationen, das wird mit dem Begriff des Ghost Painting, also der Geistermalerei, bezeichnet, weil es um die Frage geht, wie viel Geist des ursprünglichen Meisters steckt in diesem produzierten neuen Werk jetzt eigentlich drin. Da wir alle unseren Blick spätestens seit dem 21.01.2017 verstärkt auf Amerika und die Trumps richten, kann ich es mir an dieser Stelle nicht verkneifen, kurz auf die rückwirkende Verleugnung der eigenen Autorschaft des Künstlers Richard Prince einzugehen, der im Januar 2017, also ziemlich bald nach der Wahl von Donald Trump zum Präsidenten, mitteilte, dass er eine seiner sogenannten Instagram-Arbeiten, die Ivanka Trump zeigt und in deren Besitz ist, nicht mehr als echtes und authentisches Werk von seiner Hand erachte. Diese Instagram-Arbeiten von Prince sehen so aus, Sie sehen das hier auf der linken Seite, da sehen Sie Ivanka Trump vor einer solchen Arbeit von Prince. Das heißt, er macht eigentlich nichts anderes, als dass er Instagram-Accounts durchsucht, einzelne Einträge dann eben kopiert, sie dann ausdruckt, noch ein kleines bisschen manchmal noch nachbearbeitet, und das ist dann eben das künstlerische Werk. Und eben Prince hat eben praktisch hier die Autorschaft just dieses Werks, das Ivanka Trump sich gekauft hatte, die hat er im Nachhinein also abgestritten, hat gesagt, das ist kein Werk mehr, ich entziehe also praktisch diesem Werk
meine Signatur, ich entziehe diesem Werk meine Autorschaft. Und er hat dieses Werk dann also als Fake Art deklariert. Er hat also gesagt, Ivanka Trump besäße nur noch eine Fälschung, a fake, beziehungsweise eben Fake Art, da Prince seine Autorschaft an dem Werk zurückziehe, und zwar aus Protest gegen die Trumps und in der Hoffnung, ich zitiere, to thus make them small again, also um sie wieder klein zu machen. Allerdings macht dieser angebliche Mangel an Authentizität das fragliche Werk damit noch nicht automatisch zur Fälschung, da das Moment der intendierten Fälschung, bei dessen Herstellung fehlte, also Prince hat dieses Werk ja eben nicht als Fälschung konzipiert, sondern eigentlich ursprünglich als Original. Das heißt, diese Deklaration jetzt als Fälschung würde eigentlich nur gehen, wenn Prince nun enthüllen würde, dass das Werk tatsächlich von jemand anderem und zudem ohne sein Wissen gemacht und dann als Richard Prince an Ivanka Trump verkauft worden wäre. Und es ist auch nicht möglich, das Werk plötzlich als Fake Art anzusehen, da dort ja eine Künstlerin oder ein Künstler das Werk eines anderen Künstlers oder einer anderen Künstlerin unverhohlen und sogar geradezu demonstrativ kopiert, um unser herkömmliches Verständnis von Kreativität herauszufordern und in Frage zu stellen. Es ist klar, worauf Prince hier hinaus wollte, und vielleicht ist seine falsche Terminologie auch ganz bewusst gewählt und auf den Umstand zurückzuführen, dass er versucht, sich über den Twitter-Stil Donald Trumps und dessen Behauptung bezüglich der Fake News lustig zu machen. Allerdings ist eigentlich eher zu befürchten, dass der Künstler so das in Frage gestellte Kunstwerk nur noch wertvoller macht, da es nun mit einer konkreten, um die Trumps kreisenden Geschichte assoziiert ist und mithin wahrscheinlich eher wenig dazu beitragen wird, to make the Trumps small again. Aber damit jetzt auch genug von den Trumps. Es kann in jedem Fall festgehalten werden, da Original und Fälschung Begriffe sind, die relativ aufeinander bezogen sind, ohne das Original keine Fälschung, ist auch das Konzept des Fälschens ein relatives, wenn schon das Original selbst relativ ist. Denn wie gesagt, es handelt sich dabei um ein stets neu ausgehandeltes Konzept, wo es von der jeweiligen Kultur und Zeit abhängt, was als Fälschung angesehen wird. Siehe das Immendorf-Beispiel, wo eine solche Diskussion ja sogar einmal ganz direkt von uns verfolgt werden konnte. Ich will im Folgenden zeigen, dass dabei jeder, der gerade zwischen dem Original und der Fälschung künstlerische Praktiken darstellt, die alle an sich als legitim betrachtet werden können, die jedoch, wenn sie zu Zwecken der Täuschung missbraucht werden, je auf eine Fälschung hinauslaufen können. Ich werde dazu diese 6 Grade oder Praktiken, die das Original von der Fälschung trennen, anhand der Beispiele konkreter Kunstwerke vorstellen. Wir haben also zunächst erstens das Original oder, wenn Sie so wollen, neutraler, den Prototypen, der zweitens, das ist jetzt die zweite Stufe vom Künstler, selbst wiederholt werden kann. Wenn der Künstler, der eine solche Arbeit wiederholt, mit dem ursprünglichen Autor nicht identisch ist, haben wir Grad 3, nämlich den Fall der Kopie. Der französische Barockmaler Nicolas Poussin schuf 1635 das Gemälde Camillus und der Schulmeister von Falerii, mit der er eine Geschichte interpretiert, die von antiken Autoren wie Plutarch und Titus Livius überliefert wird. Sie sehen das Gemälde hier auf der linken Seite. 2 Jahre später bestellte der französische Politiker Louis-Philippe de Lavrillière bei Poussin selbst eine Replik dieses Bildes, die dieser dann nach Paris schickte. Wir kennen jedoch auch Beispiele, wo die Bilder von Poussin von anderen Künstlern wiederholt wurden. Ich fordere Sie nochmal auf, sich kurz noch einmal jetzt diese Gegenüberstellung der beiden Camillus-Gemälde anzuschauen. Denn Sie sehen ja hier in gewisser Weise, deutet Poussin ja selber schon an, dass es Unterschiede zwischen diesen beiden Bildern gibt, auch wenn sie vom Sujet und vom Motiv her eben identisch sind. Aber Sie sehen, das ursprüngliche Gemälde hat andere Maße, 81 x 133 cm. Das spätere Gemälde ist dann 101 x 137 cm, hat also ein quadratischeres Format. Und Sie sehen, dass Poussin da die Komposition etwas stärker gestaucht hat. Aber Sie haben hier den Fall, dass ein und derselbe Künstler ein Werk von sich wiederholt. Und damit haben wir also den Fall der Replik. Aber wie gesagt, wir kennen auch Beispiele, wo die Bilder von Poussin von anderen Künstlern wiederholt wurden. So zum Beispiel im Fall von dessen Pest von Aschdod, die Poussin 1631 für den sizilianischen Adligen Fabrizio Valguanera malte, der möglicherweise noch während das Original noch nicht ganz fertiggestellt war, bei dem italienischen Maler Angelo Caruselli eine Kopie davon bestellte, der,
wahrscheinlich auch um die Eigenschaft des Bildes als Kopie zu betonen, verschiedene Aspekte daran, wie zum Beispiel auch hier wieder die Maße des Bildes, veränderte. Das heißt, bei Poussin haben sie eher das quadratische Format, bei Caruselli haben sie jetzt eher dieses etwas längliche Format und zudem haben sie auch veränderte Farben und das deutet darauf hin, dass Caruselli das Gemälde zu einem Zeitpunkt kopiert hat, als es noch nicht fertig war. Wenn Sie in den Hintergrund schauen, dann sehen Sie jeweils, insbesondere auf der rechten Seite, unterschiedliche Architekturen und das spricht vielleicht dafür, dass Caruselli Poussins Bild in einem Zustand gesehen hat, wo diese Architekturen von Poussin noch nicht ausgeführt worden waren, sodass Caruselli hier dann eben sich etwas Eigenes ausgedacht hat. Der nächste Schritt weg vom Original steht für das Pasticcio, bei dem einzelne Elemente aus verschiedenen Arbeiten eines Künstlers von einem anderen Künstler entlehnt und neu kombiniert werden. Der italienische Begriff, der wörtlich Pastete bedeutet, ist auch tatsächlich der Kochkunst entliehen, da es in der frühen Neuzeit üblich war, Pasteten zu backen, deren Füllung aus einer Mischung der unterschiedlichsten Zutaten bestand, die nur von der Teighülle zu einem Ganzen zusammengefasst wurden. Ein solches Pasticcio, das mit unterschiedlichen Zutaten arbeitet, die alle den Gemälden von Poussin entnommen sind, kann zum Beispiel anhand eines Bildes studiert werden, das für die Verpackung eines Instant-Cappuccinos in den 1990er Jahren konzipiert wurde, der von der italienischen Firma Lavazza produziert und vertrieben wurde. Sie sehen hier diese Packung, im Vordergrund die Tasse mit diesem Instant-Cappuccino, der übrigens ausgesprochen eklig ist. Ich habe mir das damals nur gekauft wegen der Verpackung. Und jetzt kann man alle Figuren auf diesem Bild, wo Sie eben eine Darstellung sehen von Menschen, die musizieren und tanzen, alle diese Figuren können Sie jetzt auf ganz konkrete Vorbilder zurückführen. Nämlich die weibliche Lautenspielerin im linken Vordergrund ist dem Bacchanale mit einer Lautenspielerin von Poussin entlehnt, während die Frau mit dem Korb direkt dahinter aus Poussins Anbetung der Hirten stammt, die Sie oben rechts sehen können. Der Musiker links von ihr, oder die Musiker links von ihr, sind hingegen dem Triumph des David entlehnt. Das ist das Bild, das Sie unten rechts sehen. Und da sehen Sie eben auf der linken Seite, ganz nach links laufend, dann eben auch bereits diese Blasmusiker. Während die Tänzer rechts von ihr, die sich zu der Musik der Blechbläser in einem Reigen zu drehen scheinen, aus der Anbetung des goldenen Kalbs stammen, also dem Gemälde, das Sie über dem Triumph des David sehen können. Und der Grüngewandte, dem rechten Vordergrund in das Bild hineintretende, der entstammt ebenfalls einem Gemälde von Nicolas Poussin, nämlich dem Tod des Germanicus, wo er dort allerdings von links eben in das Bild hineintritt. Und interessanterweise ist eine Figur nur nicht einem Gemälde von Poussin entlehnt, das ist der Leierspieler. Ich gehe eins weiter und da sehen Sie jetzt eben, dass der tatsächlich von einem anderen Maler stammt. Das heißt also, hier hat sich der anonyme Schöpfer dieses Bildes dann doch noch bei einem anderen Künstler bedient. Aber auch das ist typisch für das Pasticcio. Das müssen nicht alles Motive eines einzelnen Künstlers sein, die hier neu zueinander gemischt werden, sondern das können auch tatsächlich Motive aus Arbeiten verschiedener Künstler sein. Man kann aber sehen, dass der anonyme Maler des Pasticcios Bilder gewählt hat oder überwiegend Bilder gewählt hat, die Poussin zwischen 1627-28 und 1635 geschaffen hat, somit eine stilistisch mehr oder weniger kohärente künstlerische Phase Poussins abdeckend, die auch zum Eindruck einer gewissen Stimmigkeit bei der Zusammenstellung der Figuren des Pasticcios beiträgt und die trügerisch sein könnte, würde das Gemälde als ein angebliches Original Poussins präsentiert werden. Denn dann könnte man ja zum Beispiel auch denken, aha, der Maler, der diesen leierspielenden Mann im Vordergrund hier geschaffen hat, der hat das tatsächlich aus einem Gemälde von Poussin, das wir bisher noch nicht kannten, und auch die anderen Figuren aus den Gemälden von Poussin hat er schon einmal in diesem einen Bild alle schon einmal vorstudiert. Den letzten Schritt vom Original weg schließlich vollzieht die Stilimitation, also die fünfte Stufe. Hier bezieht sich ein Künstler, anders als im Fall des Pasticcios, nicht anhand zum Teil genau identifizierbarer Zitate und Verweise auf die einzelnen Werke eines anderen Künstlers, sondern das entsprechende Bild weist vielmehr allgemein auf den charakteristischen Stil eines Künstlers, einer künstlerischen Schule oder sogar einer Stilperiode hin.
Der der Romantik zuzuordnende deutsche Maler Johann David Passavant verweist in seinem Selbstbildnis vor einer italienischen Landschaft zum Beispiel über das von ihm getragene Kostüm, die Komposition sowie den Landschaftsausblick im Hintergrund auf typische Bildnisse der italienischen Renaissance des 16. Jahrhunderts, wie zum Beispiel, das sehen Sie hier auf der linken Seite, Raphaels Porträt eines Mannes von 1503-1504, mit dem das Bild Passavants auf einen ersten oberflächlichen und flüchtigen Blick vielleicht verwechselt werden könnte. Dies ist insofern stimmig, als einige Maler der Romantik mit ihrer Verehrung für Italien im Allgemeinen und für Raphael im Besonderen mit einer gewissen Sehnsucht auf die Renaissance zurückblickten. Passavant hatte jedoch, wie auch anhand der verwendeten Materialien sowie gewisser stilistischer Eigenschaften ersehen werden kann, schauen Sie mal auf die Augen zum Beispiel, die doch nicht nach italienischer Renaissance aussehen, also die machen alle deutlich, dass Passavant natürlich keine Täuschungsabsichten hatte, sondern vielmehr, wie zum Beispiel bei der Fake Art, soll hier gerade vor dem Hintergrund des den Betrachtern bekannten und bewussten Vorbildes verstanden und gesehen werden, worauf Passavant hier eigentlich abzielt. Alle diese Formen nun sind daher nicht nur vollkommen legitime, sondern auch traditionelle und fest etablierte Formen in der Geschichte der Kunst und wie auch in der Geschichte der Kunstausbildung. Eine Kopie war bis zur fotografischen Reproduktion fast die einzige Möglichkeit, das farbige Abbild eines Gemäldes ein zweites Mal verfügbar zu haben. Und sie stellte und stellt zudem ein wichtiges Mittel im Unterricht zur technischen Befähigung für Malerei oder Zeichnung dar. Indem er kopierte, erwarb ein junger Künstler die manuellen Techniken der künstlerischen Ausführung und dies gilt für Kunststudentinnen und Kunststudentinnen zum Teil auch noch heute. Und sogar das Pasticcio oder das Arbeiten im Stil eines anderen waren akzeptierte Praktiken in der Werkstatt eines Künstlers. Die Gehilfen des Meisters mussten nicht selten ganze Bilder in seinem Stil ausführen und daher eben auch imstande sein, im Stil des Meisters zu arbeiten, beziehungsweise zuweilen oblag es ihnen sogar Entwürfe auszuführen, die vom Meister nur grob vorskizziert waren, sodass sie imstande sein mussten, die ganze Komposition zu vollenden, indem sie bekannte Elemente aus anderen Arbeiten des Meisters eben nach Art eines Pasticcios miteinander kombinierten. Und wie gesagt, wenn das im Vertrag auch so festgelegt worden war, dann galt dieses Werk anschließend auch als ein Original des Meisters, der Vorsitzende und Vorsteher dieser Werkstatt war. Aber eben alle diese legitimen, fest etablierten und anerkannten Formen können nun auch zu Fälschungen werden, wenn sie als vermeintliche Originale ausgegeben werden. Und obwohl es so scheint, als könne die Form der Replik nur schwerlich in eine Spannung mit dem Original kommen, da in beiden Fällen mehr oder weniger der gleiche Urheber in ihnen aktiv ist, das heißt entweder der Meister oder aber seine Werkstatt, genügt es auf den eben erwähnten Immendorff-Fall zurückzuverweisen, wo ja genau die Frage aufgeworfen wurde, ob es sich bei der fraglichen Arbeit um ein Original, eine Replik oder eine Kopie handle, um zu sehen, dass die Dinge selbst noch auf dieser Ebene sehr kompliziert werden können. Es wird also deutlich, dass ein und derselbe Gegenstand, abhängig vom jeweiligen Standpunkt, sehr verschiedene Zustände annehmen kann, je nach dem Zusammenhang nämlich, in dem er betrachtet wird. Der Akt der Fälschung kann dabei zum einen auf einer Kopie basieren, wenn diese als ein angebliches Original präsentiert wird. Giorgio Vasari erzählt in seiner Lebensbeschreibung des Andrea del Sarto die Geschichte einer von dem Maler geschaffenen Kopie nach einem Gemälde Raphaels, die von den Medici in Auftrag gegeben wurde, als diese gezwungen waren, das originale Bild herzugeben. Sie beschlossen aber, die Kopie als das vermeintliche Original aus- und wegzugeben, um so das Original insgeheim behalten zu können. Das heißt, hier sehen Sie also, wie eine Kopie, die an sich erstmal eine legitime Form ist, zum Zweck der Täuschung missbraucht wird und damit eben zu einer Fälschung wird. Zum anderen kann auch das Pasticcio missbraucht werden, wenn es in betrügerischer Absicht als vermeintliches Original ausgegeben wird. Das Bild Christus und die Jünger von Emmaus, 1937 von Hahn van Mecheren gemalt, greift nicht nur den Stil des niederländischen Malers Jan Vermeer auf, wenn Sie mal sich die Farben anschauen, dieser Klang von Gelb und Blau, das ist ganz typisch für Vermeer, aber Hahn van Mecheren macht noch mehr. Er kombiniert nämlich dieses Erscheinungsbild noch mit Verweisen
auf Gemälde Caravaggios. Ich zeige Ihnen hier einmal das Emmausmal in London von Caravaggio von 1601, 1602 und dann darunter ein weiteres Emmausmal von Caravaggio, das sich heute in der Pinacoteca in Mailand befindet, von 1606. Und Sie sehen, Hahn van Meegeren mischt hier diesen Stil von Vermeer mit der Komposition, mit den Motiven aus den Gemälden Caravaggios. Und das ist natürlich die Definition eines Pasticcios, weil hier ja Elemente aus Gemälden verschiedener Maler zu einem neuen Gemälde zusammengebacken werden, sozusagen. Allerdings präsentierte van Meegeren diese fantasievolle Kombination nicht unter seinem eigenen Namen, sondern als vermeintliches Original von Jan Vermeer. Womit er nicht nur Kunsthistoriker mit einem scheinbar zuvor unentdeckten Werk Vermeers erfreute, sondern ihn darüber hinaus auch noch ein weiteres der seltenen religiösen Bilder des Künstlers und zudem auch noch ein Werk gab, das mit seinen Verweisen auf Caravaggio die bis dato nur spekulativ erwogenen Kontakte des Malers nach Italien zu bestätigen schien. Sie sehen also auch das Gefährliche an Fälschungen. Sie können nämlich Forschungen dann auch verfälschen. Sie können Forschungsergebnisse provozieren, die falsch sind, weil sie eben auf falschem Materialbestand beruhen. Die Fälschungen, die der deutsche Fälscher Wolfgang Beltracchi ab Mitte der 1980er Jahre in den Kunstmarkt einschleuste, scheinen auf den ersten Blick Stilimitationen darzustellen. Beltracchi weist, wie vor ihm schon andere Fälscher, wie zum Beispiel Aimé de Hory, auf den ich gleich noch zu sprechen kommen werde, also wie andere Fälscher, weist Beltracchi stolz darauf hin, dass er nie kopiert, sondern stets im Geiste des zu fälschenden Künstlers produktiv gearbeitet habe. Bei näherer Betrachtung zeigt sich jedoch, dass auch er sehr stark mit den Techniken von Kopie und Pasticcio arbeitet. Sein Gemälde Liegender Akt mit Katze aus dem Jahre 2003, das für ein Werk des deutschen Malers Max Pechstein aus dem Jahre 1909 gehalten wurde, weist sich tatsächlich jedoch als wenig anderes, denn eine gemalte und weiter ausgeführte Kopie einer Originalzeichnung von Pechstein. Und das war natürlich genau auch das, worauf Beltracchi spekuliert hat. Man kannte diese originale Zeichnung. Es gibt auch immer so eine Art von Materialhierarchie. Ein Gemälde ist immer wertvoller und wichtiger als eine Zeichnung, weil die Zeichnung ja eine bloße Vorstudie sein könnte und zudem eben auch das bescheidenere Material darstellt. Deshalb hat man sich eben sehr auf dieses Gemälde gestürzt, als es auf den Markt kam. Und genau darauf hat Beltracchi natürlich spekuliert, dass man sagt, ah, wir haben schon die Zeichnung, jetzt haben wir auch endlich das passende Gemälde dazu. Aber wenn Sie sich das eben anschauen, sozusagen künstlerisch passiert da nicht sehr viel, weil Beltracchi eigentlich nichts anderes gemacht hat, als diese Zeichnung in ein Gemälde zu überführen. Und dass sich Beltracchi dieses Verfahrens auch schon früher bedient hatte, kann anhand seines Gemäldes Energie entspannt gezeigt werden, 1985 gemalt und darauf zielend, als Original des deutschen Malers Johannes Mohlzahn aus dem Jahre 1919 zu erscheinen. Sie sehen, das ist unten rechts auch entsprechend signiert. Beltracchi schreibt bezüglich der Werke des Malers aus dieser Zeit sowie hinsichtlich seiner sich darauf beziehenden Fälschung, ich zitiere, mit Energie entspannt wollte ich an dieses beeindruckende Werk anknüpfen. Die 1919 entstandene Bilderreihe, aus der ich das Gemälde schöpfte, brachte Mohlzahn den Beinamen Deutscher Boccioni bei ein. Und tatsächlich war seine Malerei zu jener Zeit stark von den italienischen Futuristen beeinflusst. Aus einer in den 20er Jahren entstandenen, intensiv farbigen Werkgruppe, die sich diesmal an die Synchroniewerke Dolan Delaunays anlehnte, leitete ich andere Themen ab. Nichtsdestotrotz hat Beltracchi hier tatsächlich nicht sehr viel anderes getan, als die Komposition eines Holzschnitts Mohlzahn aus dem Jahre 1919 betitelt Energien entspannt zu kopieren und farbig zu fassen. Sie sehen das hier in der Gegenüberstellung, das ist genau die gleiche Komposition, genau die gleichen Formen. Beltracchi hat das Ganze nur farbig gefasst und zwar, das ist sozusagen dann der eigene Beitrag, nämlich in einer Farbigkeit, die das Gemälde dann als einen Hybrid aus Boccioni und Delaunay erscheinen lässt. Man wusste von Mohlzahns Kenntnissen der Bilder Boccionis und der Delaunays, aber erst die Fälschungen von Beltracchi stellte dies nun anschaulich in einem scheinbaren Werk Mohlzahns vor Augen und machte sich damit für die Kunsthistoriker ganz besonders attraktiv. Das heißt, sie haben wieder wie bei Hahn van Meegeren auch diesen Fall, dass Fälschungen auch gefährlich sein können,
Nämlich, sie verfälschen nicht nur die Forschung, sondern sie verfälschen nämlich die Forschung dahingehend, dass sie den Kunsthistorikern, den Kunsthistorikerinnen Annahmen als bewiesen zurückspiegeln, die tatsächlich noch gar nicht bewiesen sind. Also wir wussten nicht, ist Vermeer in Italien gewesen, ja oder nein. Die Fälschung von Hahn van Mecheren schien zu bestätigen, doch, er muss in Italien gewesen sein, weil er dort anscheinend Caravaggio gesehen hat. Und bei den Fälschungen von Wolfgang Beltracchi ist es eben so, dass diese Annahmen, dass also eben Molzahn sich ganz stark mit Delaunay, mit Boccioni auseinandergesetzt hat, dass sich das irgendwo auch in einem Werk mal ganz klar zeigen können müsste. Das hat er eben auch in einem Werk bestätigt, in Anführungszeichen, das aber eben gar nicht von Molzahn war. Und deshalb hat er im Grunde genommen nur wie in einer Art von Hohlspiegel konzentrierend zurückgeworfen, was man als Hypothesen in der Forschung hatte. Und das ist natürlich gefährlich, weil man dann natürlich glaubt, man habe Beweise für die Richtigkeit dieser Hypothesen gefunden. Beltracchi hat jedoch auch mit der Technik des Pasticcios gearbeitet. Die berühmt-berüchtigte Fälschung Rotes Bild mit Pferden von 2005, anscheinend ein Werk des deutschen Malers Heinrich Campendonk aus dem Jahre 1914, das Beltracchi schließlich 2010 auffliegen ließ, bedient sich mehrerer Motive aus dem originalen Campendonk-Bild Paar auf dem Balkon aus dem Jahre 1912-13, wie zum Beispiel, ich gehe das mit Ihnen mal gerade durch, also das Boot unter den Pferden in der Fälschung und im Original ebenfalls ganz rechts im Bild. Dann auch die Pferde sind eigentlich aus diesem Gemälde Paar auf dem Balkon entnommen und schließlich auch das Haus, das in beiden Bildern hinter den Pferden erscheint. Und ein Blick auf weitere Fälschungen Beltracchis zeigt, dass diese Praxis des Pasticcios bei ihm keineswegs eine Ausnahme darstellt, denn auch für seine Fälschung im Stil Fernand Légers, kubistisches Stillleben, vermeintlich ein Werk des französischen Kubisten aus dem Jahre 1913, hat er Elemente, dieses Mal aus gleich zwei originalen Werken Légers übernommen und miteinander kombiniert. Aus dem Léger-Bild Nature morte au cylindre coloré versorgt er sich mit der Idee, der die maschinenähnliche Zusammenstellung der einzelnen mechanisch aussehenden Elemente eben dann wie einer Lokomotive aussehen lässt. Sie sehen das also bei Beltracchi, können Sie diesen Zylinder, der links oben im Bild nach oben aufsteigt, das ist sozusagen eben praktisch der Schornstein dieser Lokomotive. Darunter sehen Sie dann eben diese zylindrische Form und nach rechts hin dann eben das Führerhaus. Und eben, wenn Sie jetzt ganz nach rechts schauen, Nature morte au cylindre coloré, da finden Sie auch solche Trichter, die das Ganze wie eine Maschine aussehen lassen. Und da hat Beltracchi eben auch diese Idee her, dass das einerseits halb abstrakte Formen sind, die zugleich aber dann eben auch wieder gelesen werden können als Elemente einer Maschine. Während das Gemälde Kontrast der Form von 1913 ihm dann eben als Vorbild für die Farbwahl diente. Denn Sie sehen ja eben, dass in diesen mittleren Bildern genau diese Farben vorherrschen, die Beltracchi dann eben für seine Fälschung angenommen hat. Freilich sind die Grenzen hier aber auch fließend. Ich komme zu einem Objekt, das sich heute in der Sammlung des Louvre befindet. Ein Objekt wie die Tiara des Saitafernes, die als antike Krone des dritten vorchristlichen Jahrhunderts ausgegeben und vom Louvre 1896 für 200.000 Francs angekauft wurde, das war damals sehr viel Geld, tatsächlich aber erst kurz zuvor von dem aus Odessa stammenden Goldschmied Israel Dov Ber Ruchomowski, angeblich ohne jede betrügerische Absicht und zunächst nur als Stilimitation ausgeführt worden war, und dann, so Ruchomowski, von den beiden Kunden des Goldschmieds, zwei rumänischen Kaufleuten, als Fälschung zweckentfremdet und missbraucht worden sei. Also er sagt, die sind zu mir gekommen, haben gesagt, mach das bitte als eine Art von Pasticcio. Und dann haben die das als Original vertrieben. Das heißt, ich konnte eigentlich nichts dafür. Die haben aus einem Pasticcio eben dann eine Fälschung gemacht. Aber dieses Objekt erweist sich nicht nur als Pasticcio, sondern eben auch als Stilimitation. Und das kann man eben sehr schön zeigen, denn in gewisser Weise haben Sie hier eben das klassische Pasticcio. Ich zeige Ihnen hier nämlich die Herkunft dieser Figur in der Mitte mit den vier Pferden. Das ist tatsächlich aus einer apulischen Vasenmalerei entwickelt. Ruchomowski hat dann einfach nur diese Pferde vervielfacht und hat auf diese Art und Weise eben sozusagen eine neue Figur geschaffen.
Und das Ganze ist aber in einem antikischen Stil auch dann gehalten, der nicht ganz zu dieser apulischen Vasenmalerei passt. Insofern eben auch dann Pasticcio, aber eben auch in gewisser Weise Stilimitation, weil das Ganze eben versucht, eine antike Krone zu sein. Die Tiara bringt uns zugleich zu weiteren Techniken, die zwar legitim sein, jedoch auch zum Zweck der Fälschung verwendet werden können. So lässt sich an der Tiara eine Praxis beobachten, die man als objektive Verfälschung bezeichnen kann. Denn die von Ruchomowski geschaffene Tiara wurde insofern von dem Goldschmied verfälscht, als er bei ihrer Fertigstellung antike Stifte in sie einbaute, die, als die Tiara untersucht wurde, den irreführenden Eindruck erweckten, dass sie zusammen mit dem stilistischen Erscheinungsbild der Krone und ihren vielen visuellen wie textlichen Verweisen in die Antike ebenfalls dafür zu sprechen schienen, dass es sich bei dem Objekt um eine originale Antike handle. Das heißt, Sie sehen das hier an diesem Rand, da ist auch Text auf dieser Krone angebracht, das können Sie auf der rechten Seite sehen. Aber wenn Sie jetzt ganz nach unten an diesem Rand schauen, dann sehen Sie diese leicht grünspanigen Stifte. Das waren nämlich antike Stifte, die Ruchomowski hier eingebaut hat, angeblich auch wieder auf Geheiß der Kunden, die gesagt haben, ja, das ist für einen Archäologieprofessor und der erfreut sich an sowas und das ist dann noch schöner, wenn da auch noch originale Elemente mit drin sind. Aber wie gesagt, das ist natürlich höchst fragwürdig, warum sollte man so etwas machen? Und insofern haben sie hier also eine Verfälschung, denn Ruchomowski hat ja zunächst einmal an sich ein Original geschaffen. Er hat etwas Neues geschaffen, das sich zwar an den Stil anderer Werke anlehnte, das Motive anderer Werke in sich mit aufgenommen hat. Aber wir haben ja gesehen, das ist an sich erst einmal durchaus legitim und kommt auch öfters in der Kunstgeschichte vor. Und jetzt verfälscht er aber selber im Nachhinein dieses Original, indem er jetzt irreführende Spuren an diesem Original anbringt, die eben dieses Original als etwas anderes ausgeben, als es tatsächlich ist. Ruchomowski behauptet im Nachhinein, dass er von den Kunden angewiesen worden sei, diese Stifte in die Tiara einzubauen. Aber man könnte sich auch fragen, wieso Ruchomowski dann nicht misstrauisch in Bezug auf den eigentlichen Verwendungszweck der Tiara wurde, da eine reine Stilimitation auch ohne derartige originale und irreführende Elemente hätte auskommen können. Derartige Eingriffe können jedoch auch ohne eine solche Täuschungsabsicht durchgeführt werden. Ich verweise zum Beispiel auf die Änderungen, die an Gemälden wie Albrecht Dürers Paumgärtner Altar vorgenommen wurden, der 1613 dem damaligen Zeitgeschmack entsprechend angepasst wurde, indem mittels Übermalungen an Kostümen und Personal zum Teil erhebliche Veränderungen vorgenommen wurden. Sie sehen also hier den Zustand vor der Reinigung dann 1903, da hat man all das, was 1613 drüber gemalt wurde, wieder abgenommen. Hier sehen Sie also noch sozusagen die barocke Erscheinungsweise. Und Sie sehen, dass man hier also zum Beispiel den Rittern Pferde beigegeben hat. Man hat eben richtige Rüstungen beigegeben, weil man gesagt hat, so müssen Ritter doch eigentlich aussehen. Und man hat kleinere Figuren, die Sie gleich sehen werden, die um die Heilige Familie herum zu sehen sind, in der Mitte übermalt, weil man eben gesagt hat, das passt doch überhaupt nicht in das Bild hinein, die sind ja vom Maßstab ganz falsch. 1903 hat man eben diese Übermalung wieder abgenommen. Jetzt sehen Sie, wie das Gemälde ursprünglich aussah. Sie sehen, die Ritter hatten keine Pferde. Es gibt diese kleinen Figuren um die Heilige Familie herum und auch die Rüstungen der Ritter sahen noch etwas anders aus ursprünglich. Und das ist eben auch eine objektive Verfälschung, weil hier jemand im Nachhinein in ein Original eingreift und es in einer Weise erscheinen lässt, die eben nicht dem ursprünglichen Erscheinungsbild entsprechen. Oder man kann auch ein anderes Beispiel betrachten, nämlich zum Beispiel ein Gemälde wie das Dreierporträt von Sir Joshua Reynolds von Mrs. James Payne und ihren Töchtern Charlotte und Mary, bei dem nämlich dieser Zustand, wie wir ihn heute sehen, der wurde erst wieder nach 1935 hergestellt. Denn wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts hatte jemand in Auftrag gegeben, dass die Mutter übermalt wird. Wahrscheinlich, weil ein Kunsthändler dachte, das Bild verkaufe sich besser, wenn es nur die beiden jungen Mädchen zeigt. Und dieser Eingriff wurde erst 1935 entdeckt und dann auch wieder rückgängig gemacht. Wir haben es hier mit Eingriffen zu tun, die getätigt wurden, um die Bilder an den jeweiligen zeitgenössischen Geschmack anzupassen. Und da es sonst keine dringliche Veranlassung für solche Veränderungen gab,
kann man diese Praktiken auch nicht wirklich als Restaurierungen bezeichnen. Freilich sind auch hier die Grenzen wieder fließend. So kennen wir Fälle, in denen Werke in zunächst restauratorischer Absicht, dann aber in einer Art und Weise rekonstruiert und wiederhergestellt wurden, dass die Trennlinie zur Verfälschung überschritten wurde. Zumal, wenn dies dann dazu führte, dass die Werke als etwas ausgegeben wurden, was sie ursprünglich tatsächlich gar nicht gewesen waren. Ich will hier nur ganz kurz auf den belgischen Maler und Restaurator Joseph van der Faeken eingehen, der sich an schadhaften Kopien und mittelmäßigen Bildern der frühen Neuzeit in einer Weise zu schaffen machte, dass sie später als vermeintliche Originale und kunsthistorisch interessante Objekte erscheinen konnten. So hat er zum Beispiel eine anonyme und künstlerisch ursprünglich eher dürftige Kopie des späten 15. oder frühen 16. Jahrhunderts nach der Maria Magdalena aus Rogier van der Weydens sogenanntem Brack-Tryptychon in einer Art und Weise überarbeitet, dass sie schließlich als von der Hand des deutschen Malers Hans Memling galt, der eine Zeit in der Werkstatt van der Weydens tätig gewesen war. Sie sehen also hier die Gegenüberstellung. Auf der linken Seite das Original von Rogier van der Weyden, auf der rechten Seite eine Kopie, die von Joseph van der Faeken so zurecht manipuliert war, dass sie also eine Qualität zeigte, bei der man sich vorstellen konnte, dass Hans Memling diese Kopie eben hergestellt hätte. Tatsächlich aber, wenn man sich eine dokumentarische Fotografie dieses Gemäldes anschaut, wie es aussah, bevor van der Faeken seine Hand daran gelegt hat, dann sehen Sie, dass das eben eine sehr dürftige Kopie eigentlich war und dass Joseph van der Faeken dieses Bild eigentlich erst zu einem interessanten Bild gemacht hat. Da van der Faeken somit Werke hoch restaurierte, ohne seine Eingriffe auch als solche kenntlich zu machen, das ist also auch noch ein Punkt, man kann ja vielleicht ein Bild hoch restaurieren, muss aber dann eigentlich immer deutlich machen, dass das nicht der ursprüngliche Zustand ist, sondern dass man hier eben eingegriffen hat. Das wurde von Joseph van der Faeken aber natürlich nicht getan, weil er ja wollte, dass das Bild an sich eben als scheinbar von höherer Qualität erscheinen soll. Und eben da eben van der Faeken diese Praxis getätigt hat, also Hochrestaurierung ohne Kenntlichmachung des Eingriffes, wird seine Methode heute als Hyper-Restoration, also Überrestaurierung, oder auch als Restorgery bezeichnet, da diese Verfahren eine bloße und einfache Restaurierung weit überschreiten und in den Bereich der Fälschung, der Forgery hineingehen. Also eben Restorgery zusammengezogen aus Restauration und Forgery. Analoges gilt auf eine noch extremere Weise für ein angebliches Bildnis der Prinzessin Maria Josepha der Jüngeren von Sachsen, das dem Umkreis des französischen Malers Louis de Silvestre zugeschrieben wurde, als es 1992 auf den Kunstmarkt kam. Als der Käufer, das Historische Museum Berlin, das Gemälde routinemäßig zu reinigen begann, erwies sich das Gemälde als ein schwer manipuliertes Bildnis von Maria Josepha der Älteren von Sachsen, der Königin von Polen, das gegen Ende des 19. Jahrhunderts durch einen französischen Ausstatter mit einem ansprechenderen Bildnis übermalt worden war, um Ocrecourt, die Sommerresidenz von Ogden Gullett, damals einem der reichsten Männer der Vereinigten Staaten, zu schmücken. Allerdings erwies sich der vermeintliche Fehlgriff des Berliner Museums letzten Endes als Glücksgriff, denn das Gemälde erwies sich zwar nicht als ein Werk des Umkreises von Louis de Silvestre, dafür aber als ein bislang vermisstes und lediglich in Stichen überliefertes originales Hauptwerk von Louis de Silvestre selbst, dem durch schrittweise Entfernung der Übermalung praktisch das ursprüngliche Erscheinungsbild wieder zurückgegeben werden konnte. Wenn es nun aber objektive Verfälschung gibt, dann muss es auch dessen Pendant, nämlich die subjektive Verfälschung, geben. Und als ein Beispiel für diese Praxis kann der Fall von John Drew und John Myatt gelten, bei denen der angebliche Physiker John Drew, tatsächlich ein als John Cockett geborener Hochstapler, zwischen 1985 und 1995 gefälschte Dokumente in die Archive und Bibliotheken von Museen und Galerien schmuggelte, um den Fälschungen, die der Maler John Myatt nach Drews Auftrag geschaffen hatte, eine glaubwürdigere Geschichte und ehrwürdige Herkunft zu geben. Also John Drew hat John Myatt kontaktiert, weil er wusste, dass der sehr gut im Stil anderer Maler arbeiten kann, hat bei ihm Werke in Auftrag gegeben
und hat eben gesagt, du musst dir auch keine Sorgen darum machen, dass die technisch irgendwie historisch richtig sind. Ich werde dafür sorgen, dass niemand die Authentizität dieser Gemälde anzweifelt. Wie hat er das gemacht? Wir sehen hier zwei Empfehlungsbriefe, und zwar Empfehlungsbriefe, die John Drew sich selber geschrieben hat, nämlich unter seinem eigentlichen Geburtsnamen John Cockett. Hat er sich also ausgegeben als jemand, der sich für Kunstgeschichte sehr stark interessiert, hat also sich selbst sozusagen empfohlen unter falschem Namen. Mit diesen Empfehlungsbriefen hat er dann nämlich Zugang bekommen zu Bibliotheken und Archiven. Sie sehen hier die Anträge von John Drew für einen Leseausweis der National Art Library, die er dadurch nämlich betreten konnte. Sie sehen, das hat mit dem Victorian Albert Museum zu tun, das sehen Sie auf der rechten Seite. Also dort haben sie eine große Kunstbibliothek, in der also auch seltene Kataloge eben aufbewahrt werden. John Drew ist jetzt eben in diese Bibliotheken hineingekommen, hat von dort Kataloge gestohlen. Sie sehen hier einen Katalog von 1950 ungefähr, eine Ausstellung, die in der Hanover Gallery stattgefunden hatte. Und diesen Katalog hat John Drew jetzt mit nach Hause genommen. Und nun gab es zwei Dinge, die er gemacht hat. Entweder er hat in diese Kataloge Seiten eingeklebt, Seiten eingefügt, und zwar Seiten, auf denen Katalogeinträge zu Bildern gedruckt waren, die Myatt für ihn gemalt hatte und die eben eine Geschichte brauchten. Und John Drew hat diesen Gemälden, diesen Fälschungen eine Geschichte gegeben, indem er eben diese gefälschten Katalogseiten in einen Originalkatalog eingefügt hat. Er ist dann mit dem manipulierten Katalog zurück in die Bibliothek, hat dort diesen Katalog wieder eingestellt. Oder aber, und das ist die zweite Variante, die ich Ihnen hier zeige, er hat gleich komplett den ganzen Katalog gefälscht, also hat ihn komplett neu gemacht. Wenn Sie so wollen, also eine Art von Faksimile. Sie sehen aber, er versucht eigentlich gar nicht, das ursprüngliche Erscheinungsbild des gestohlenen originalen Katalogs zu reproduzieren, sondern offensichtlich hat er darauf spekuliert, er hat sich offensichtlich gesagt, wir assoziieren mit den 50er Jahren ein ganz bestimmtes typografisches Bild und genau dieses typografische Bild möchte ich jetzt eben auch mit diesem gefälschten Katalog geben. Der originale Katalog sieht sozusagen nicht echt genug aus. Hier haben Sie wieder dieses Bestreben der Fälschung, möglichst überzeugend zu sein. Bei dem gefälschten Katalog war es natürlich noch einfacher, hier Dinge anzufügen und einzufügen. Ich zeige Ihnen hier einen Blick in diesen gefälschten Katalog, wo John Drew jetzt also eben nicht nur Erwähnungen der Fälschungen von John Myatt eingefügt hat, sondern auch Abbildungen. Der ursprüngliche Katalog hatte eigentlich gar keine Abbildungen. Drew wollte aber, dass man hier sofort unzweifelhaft sofort erkennt, auf welches Bild sich diese Abbildungen beziehen sollen. Auch da wieder das Bestreben der Fälschung, möglichst überzeugend zu sein. Und auch diese gefälschten Kataloge hat er dann eben zurück in die Bibliothek gebracht. Er war dabei regelrecht bastelbesessen, denn zum Beispiel ging das sogar so weit, dass er aus dem originalen Katalog die Fäden der Bindung rausgeholt hat und hat dann seinen gefälschten Katalog mit diesem originalen Faden vernäht. Man weiß nicht so ganz genau, warum er das gemacht hat. Es kann natürlich sein, dass er Sorge hatte, dass man doch mal eine Materialprüfung an diesen Katalogen macht oder dass neuer Faden zu neu aussieht. In jedem Fall, er hat hier also fast so mit einer Art von Artefakt praktisch die Fälschung noch versucht, echter zu machen, indem er hier also originale Bestandteile, Spolien sozusagen, jetzt noch in die Fälschung mit eingebaut hat. Gut, jetzt waren also diese Kataloge entweder manipuliert, da ergänzt oder aber komplett gefälscht in der Bibliothek. Was hat John Drew dann gemacht? Er hat bei der Bibliothek angerufen, hat gesagt, ich habe mir gerade ein Gemälde gekauft von dem und dem Künstler mit dem und dem Motiv. Ich glaube, das ist mal in den 50er Jahren in einer Ausstellung gezeigt gewesen. Können Sie da bitte mal nachschauen? Dann hat man in dem manipulierten Katalog oder dem komplett gefälschten Katalog nachgeschaut, hat festgestellt, ja, das Bild ist dort bereits verzeichnet, muss also bereits in den 50er Jahren ausgestellt gewesen sein. Noch dazu in einer relativ gut beleumundeten Galerie. Und damit hatte das Gemälde eine Geschichte, obwohl es eben erst wenige Wochen zuvor von John Myatt gemalt worden war. Das heißt, man sieht, John Drew hat sehr genau verstanden, wie Kunstgeschichte, wie Provenienzforschung, wie der Kunstmarkt funktioniert.
alle Werke brauchen eine glaubwürdige und möglichst mit gutem Leumund assoziierte Geschichte. Und schon zweifelt niemand mehr die Werke an, schon gelten sie als Originale. Das heißt also, man sieht hier, wie hier jetzt gar nicht das Werk verfälscht wird. Deshalb sprechen wir hier jetzt eben von der subjektiven Verfälschung, sondern jetzt wird im Grunde der Kontext des Werkes verfälscht. Also objektiv bleibt es das gleiche Bild, da wird nichts hinzugefügt, aber der Rahmen, innerhalb dessen dieses Bild jetzt betrachtet und präsentiert wird, der wird manipuliert, der wird verfälscht und deshalb sprechen wir also von einer subjektiven Verfälschung. Wie wir gesehen haben, können wir also somit manipulierte Originale, wie die mittelmäßigen Bilder zum Beispiel, die von Van der Fegen aufrestauriert wurden, die Kopien und die Imitationen, die können alle dann auch als Fälschungen missbraucht werden. Das Problem wird jedoch dadurch zusätzlich noch komplizierter, dass wir so dann auch noch die konkreten Zwecke unterscheiden müssen, zu denen solche Fälschungen hergestellt werden. Denn wie wir sehen werden, in einigen Fällen werden Fälschungen mit der klaren Absicht produziert und genutzt, dass sie früher oder später enttarnt werden, um auf diese Art und Weise die Wachsamkeit von Experten oder einer Gesellschaft auf die Probe zu stellen, während sie in anderen Fällen die Fälschung dazu dienen sollen, Experten und die Gesellschaft möglichst lange und im Idealfall für immer zu täuschen. Damit komme ich zu meinem zweiten Teil des Vortrags, Kunst im Spannungsfeld von Fälschung, Faksimile und Original. Zwei Begriffe können diesen eben beschriebenen Phänomenen zugeordnet werden, nämlich Gegenstände, die mit dem klaren Ziel erzeugt werden, Experten und Gesellschaft so lange wie möglich zu täuschen, können als Fälschungen bezeichnet werden, wohingegen Dinge, die geschaffen werden, um eher früher als später enttarnt zu werden, um auf diese Art und Weise die Wachsamkeit einer Gruppe von Experten oder der Gesellschaft zu überprüfen, als Hoaxes bezeichnet werden sollten, das heißt als etwas, das häufig als Scherz und Schwindel intendiert ist, um darüber hinaus eben für Verwirrung und Unbehagen zu sorgen und so gegebenenfalls soziale oder politische Veränderungen dadurch zu provozieren, dass das Bewusstsein für bestimmte Fehlentwicklungen geschärft wird. Um diese Ziele zu erreichen, ist es eben notwendig, dass der Hoax irgendwann als solcher erkannt und enttarnt wird, sei es durch seinen Urheber oder aber durch das Zielpublikum. Das heißt, sonst funktioniert es nicht. Wenn ich einen Hoax mache, der soll eigentlich der Gesellschaft einen Spiegel vorhalten, das und das läuft hier gerade schief, deshalb seid ihr alle auf diesen Hoax reingefallen. Und niemand merkt, dass das ein Hoax ist, dann funktioniert er eben nicht. Wenn der Hoax eben nicht erkannt oder enttarnt wird, verfehlt er sein Ziel, denn damit gibt es keinen Witz, über den gelacht und kein Unbehagen, das provoziert wird und damit eben keine Schärfung des allgemeinen Bewusstseins. Da Hoaxe jedoch mit Fälschungen arbeiten, das heißt mit eigens dafür hergestellten Erfindungen, ist es leicht, beide Hoax und Fälschung miteinander zu verwechseln und das eine für das andere zu halten. Dies ist auch, was in dem 2005 veröffentlichten Buch von Jonathan Keats, Forged, Why Fakes Are the Great Art of Our Age, geschehen ist. So provokant der Titel von Keats' Buch auch erscheinen mag, so bleibt der Autor doch tatsächlich hinter den so eventuell geweckten Erwartungen zurück. Denn dort, wo er über Fälschungen spricht, spricht er nicht wirklich über Great Art, also große Kunst. Tatsächlich wärmt er hier lediglich die bereits wohlbekannten Lebensläufe von 6 Fälschern, darunter Hahn van Meegeren, Elmer de Horry und Tom Keating, wieder auf, wobei man diskutieren könnte, ob und inwiefern es sich bei deren Fälschungen wirklich um Great Art handele. Gerade die Fälschungen van Meegerens zum Beispiel werden heute eher müde und amüsiert belächelt, da sie in ästhetischer Hinsicht die Zeit nicht überdauert haben und heute nur noch als historisch interessant betrachtet werden. Die sagen uns etwas darüber, wie die Zeitgenossen von Hahn van Meegeren Vermeer gesehen haben, aber als Kunstwerke sind sie eigentlich nicht mehr interessant. Wo Keats hingegen über die große bzw. neue Kunst redet, meint er tatsächlich konkret die Appropriation Art oder Hoaxes. Man könnte auch zunächst einmal grundsätzlich Keats' Definition großer Kunst diskutieren, denn diese scheint für ihn auf Arbeiten hinauszulaufen, die provocative und scandalous sind, also eben provokativ und skandalträchtig. Ich verweise auf sein Zitat: No authentic modern masterpiece is as provocative as a great forgery. Kein echtes modernes Meisterwerk ist so provokant wie eine große Fälschung. Was eine etwas einseitige und, wenn man so will, auch sehr altmodische Definition großer bzw. neuer Kunst scheint, die mehr nach dem Echo der Avantgarde
zu Beginn des 20. Jahrhunderts klingt, als nach zeitgenössischer Kunstpraxis. Denn eben bei der Avantgarde des frühen 20. Jahrhunderts, da war ja der Skandal immer ein Zeichen, dass dieses Kunstwerk jetzt auch wirklich funktioniert und eben entsprechende Reaktionen hervorruft. Aber das ist inzwischen ja doch etwas historisch. Unter den von Keats aufgerufenen Appropriation-Künstlerinnen und Künstlern sind zum Beispiel Marcel Duchamp, die oben bereits erwähnte Elaine Sturtevant oder Sherry Levine, die alle keine Fälschung mit Täuschungsabsicht schaffen, sondern ganz im Gegenteil darauf abzielen, dass das Publikum sofort begreift, dass hier das klassische Verständnis künstlerischer Kreativität in Frage gestellt und untergraben werden soll. Und unter den Hoaxes finden wir zum Beispiel eines der Internet-Kunstprojekte des italo-amerikanischen Künstlerpaares Franco und Eva Mattes, die 1998 eine gefälschte Vatikan-Website kopiert haben. Also hier haben sie ein Faksimile, wenn Sie so wollen. Sie haben also das äußere Erscheinungsbild der echten Vatikan-Website 1:1 kopiert, diese aber sodann mit provokantem Inhalt gefüllt. Da die Mattes hier zum Beispiel Zitate aus Popsongs sowie den Lobpreis der freien Liebe, weicher Drogen und der brüderlichen Intoleranz zwischen den Religionen unterbrachten, sowie außerdem das Angebot einer Telesalvation, der zufolge der Papst Sündern angeblich per E-Mail die Beichte abnahm und dann auch die Absolution erteilte. Also angesichts all dieser Dinge wurde rasch klar, als was sich das Unternehmen verstanden wissen wollte, nämlich als ein Hoax, geschaffen, um die tatsächlich konservative Position des Vatikans durch die gefälschte Website anzuprangern. Andernfalls hätte dies ja in einem positiven Effekt für den Vatikan gemündet. Also wenn man diese Website dauerhaft für ernst genommen hätte, dann hätte man das Ganze ja gar nicht als Hoax verstanden und der Vatikan wäre plötzlich als ausgesprochen progressiv und aufgeschlossen wahrgenommen worden. Die Fälschung und der Hoax sind mithin durch die schlichte Tatsache miteinander verbunden, dass der Hoax mit den Mitteln der Fälschung arbeitet, sich ihrer bedient, aber eben dadurch können beide miteinander verschmelzen bzw. von dem einen in das andere mutieren. Nämlich erstens, wenn der Hoax nicht als solcher verstanden werden und nicht enttarnt wird und somit ungewollt bzw. vielleicht manchmal auch gewollt zur Fälschung wird. Bei Han van Meegeren war das so, der hat ursprünglich einen Hoax geschaffen. Er wollte nämlich das Urteil von Kunstkritikern vorführen, die ihn vorher schlecht rezensiert hatten. Er wollte zeigen, die haben eigentlich gar keine Ahnung. Wollte sie mit einem gefälschten Vermeergemälde, das sie vorhin gesehen haben, reinlegen und wollte dann publik machen, dass diese scheinbaren Experten auf ihn hereingefallen waren, dass er also gar nicht offensichtlich so schlecht malen kann, wie die das behaupten, dass sie also in doppelter Hinsicht geirrt haben, nämlich erstens in Bezug auf seine Fähigkeiten als Maler und zweitens in Bezug auf ihr Urteil. Dann hat Han van Meegeren aber gemerkt, wie viel Geld er mit dieser Fälschung verdienen konnte. Und daraufhin hat er beschlossen, weiterzumachen. Das heißt, er hat diesen Hoax nicht aufgedeckt, hat sich gesagt, beim nächsten Bild mache ich das dann. Da er aber auf sehr großem Fuße lebte, immer Geld brauchte, hat er eigentlich nie aufgehört, praktisch weiter zu fälschen, weiter zu betrügen, hat diese Hoaxe nie auffliegen lassen und so wurde eben aus einem ursprünglich als Hoax konzipierten Projekt dann eben eine Fälschung. Dann gibt es aber auch noch eben die andere Mutation, nämlich wenn eine Fälschung enttarnt wird, ist es möglich, dass sie nicht nur von ihrem Urheber auch als ein Hoax verstanden bzw. als solcher ausgegeben wird. Um dies abschließend etwas zu verdeutlichen, möchte ich für jeden dieser Fälle je ein bekanntes Beispiel anführen. 1973 veröffentlichte die junge amerikanische Kunstkritikerin Cheryl Bernstein eine The Fake is More überschriebene Ausstellungsrezension in einer Anthologie mit dem Titel Idea Art, die von dem amerikanischen Kunstkritiker Gregory Badcock herausgegeben wurde, der in dem Band mehrere theoretische Texte zur Konzeptkunst zusammengestellt hatte. Sie sehen auf der linken Seite das Cover, A Critical Anthology, und dann eben auf der rechten Seite den Beginn dieser Rezension, The Fake is More. Die junge Kunsthistorikerin Bernstein, die zu Beginn des Textes mit einer kurzen Biografie eingeführt wird, erörtert in ihrem Text die Bedeutung eines Künstlers namens Hank Herron, der in einer New Yorker Galerie selbst angefertigte Kopien all der Bilder ausgestellt hatte, die zwischen 1961 und 1971 von Frank Stella gemalt worden waren. Bernstein diskutiert insbesondere die Konsequenz des Umstands, dass Herron die Gemälde von Stella einfach nur kopiert und wiederholt hatte, anstatt etwas Neues zu schaffen. Ihr zufolge hat er damit in gewisser Weise in gleich mehrfacher Weise
einen Fake, eine Fälschung geliefert. Zum einen hatte er die Werke Stellers in einem Akt der unrechtmäßigen Nachahmung und der Raubkopie vervielfältigt. Zum anderen hatte er aber in gewisser Weise eine Ausstellung nur gefälscht, denn üblicherweise gibt es bei solchen Anlässen eine Ausstellung, Neues zu sehen, während Herron einfach nur Bekanntes und zudem nicht Originales präsentiert hatte. Nichtsdestotrotz sieht sie in Herrons Verfahren auch eine Emanzipationsbewegung gegenüber Stellers Originalen. Indem Herron lediglich deren äußeres Erscheinungsbild kopiert, sie dann jedoch aufgrund seines Ausstellungskonzepts mit einer neuen Bedeutung versehen habe, entstünde doch etwas Neues und damit ein Mehr, das ist dieses More. Dies unterfüttert sie zudem unter Verweis auf den Umstand, dass Herron zwar Werke aus einer 10-jährigen Schaffenszeit kopiert, diese Kopien selbst jedoch nur innerhalb eines Jahres angefertigt hatte. Damit habe er in gewisser Weise die Zeit und die darin stattfindende Entwicklung des Künstlers außer Kraft gesetzt. Bernstein ging es im Fall von Hank Herron insbesondere darum, hinter dessen Geste des Kopierens und des Ausstellens dieser Kopien ein, ich zitiere, radikal neues und philosophisches Element freizulegen. Denn der Maler habe sich so nicht nur von den originalen Stellars emanzipiert, sondern generell von den Geboten des Kunstbetriebs, die beständig neue formale und stilistische Entwicklungen vom Künstler forderten. Herron habe demgegenüber ein Werk vorgelegt, bei dem das Aussehen der einzelnen und bloß kopierten Bilder tatsächlich zweitrangig sei und es vielmehr um den intellektuellen Prozess dahinter gehe, der sich den herkömmlichen Erwartungen an Kunstwerke, also eben Innovation, Individualität, Kreativität, verweigere und das Neue gerade im Konzeptuellen, in der dahinterstehenden Idee suche. Ich erinnere dran, Bernsteins Aufsatz erschien ja in einem der Konzeptkunst gewidmeten Band, Idea Art. Insofern erkennt sie der von Herron begangenen Fälschung dann auch einen Mehrwert zu, The Fake is More. Der Aufsatz hatte insofern große Nachwirkungen, als der Begriff des Fake hier ausnahmsweise und zum ersten Mal nach langer Zeit seit 1884, als Paul Udell Fälschungen als etwas zutiefst Schändliches, Verabscheuenswürdiges und Verachtenswertes verflucht hatte, hier wurde jetzt zum ersten Mal dieser Begriff und das Konzept der Fälschung wieder als etwas Positives und Kreatives präsentiert. Ich zeige Ihnen hier den Titel von Paul Udells Buch Le Trucage. Und eben wenn Sie dort in diesem Buch lesen, dann werden Sie feststellen, vorher gab es eigentlich immer eine relativ moderate bis ambivalente Einstellung Fälschung gegenüber. Man hat gesagt, es ist nicht richtig gut, wenn man sowas macht. Fälschungen sind nicht so ganz in Ordnung. Es schwang auch manchmal eine Art von Bewunderung mit hinein, wie leider heute ja auch wieder. Aber Paul Udell ist jetzt der Erste, der absolut kein Pardon kennt, der also für die Fälscher wirklich nur Verachtung übrig hat, der sie absolut verdammt und verabscheut. Und insofern haben sie hier den Beginn einer Tradition, dass Fälschungen eben als etwas durch und durch Negatives gesehen werden. Und der Aufsatz von Cheryl Bernstein war zum ersten Mal seit langer Zeit wieder eine Gegenposition. Ich spreche jetzt nicht von Fake Art, weil das ist ja nicht wirklich Fälschung, sondern es geht hier wirklich um Fälschung. Und eben Cheryl Bernstein war jetzt die Erste, die gesagt hat, ich spreche nicht von Fake Art, ich spreche hier von Fake, von Fälschung. Und das kann auch etwas Positives sein. Aber der Text von Bernstein hatte ein noch interessanteres Nachleben. Einige Passagen daraus mögen dem aufmerksamen Leser seltsam erschienen sein. So zum Beispiel der Umstand, dass diese offenbar intellektuell frühreife junge Kunsthistorikerin und Kunstkritikerin anscheinend den amerikanischen Künstler Richard Pettibone nicht kannte, der nicht nur bereits in den 1960er Jahren begonnen hatte, die Arbeiten von berühmten Künstlern wie Robert Rauschenberg oder Andy Warhol zu kopieren und zu wiederholen, sondern der bereits 1965 damit begonnen hatte, wie offenbar sehr viel später Herron, eine Reihe von Werken Stellars zu kopieren, die dieser ab 1960 geschaffen hatte. Herrons Konzept war mithin nicht so neu und kühn, wie es die Rezension von Bernstein glauben machen konnte. Zudem hatte Pettibone ein Problem gelöst, das Herron anscheinend nicht angegangen war. Da die Arbeiten Stellars überwiegend bemerkenswerte Maße haben, hatte Pettibone sie maßstabsverkleinert kopiert. Sie sehen das hier auf der rechten Seite, sehen die das Original, also 2,74 m x 2,69 m und Pettibone reduziert das auf 13 x 15 cm. Das heißt, eben
Bei Pettibone haben sie ganz klar, er kopiert nicht nur, sondern er verkleinert diese Werke auch. Bernstein hingegen lässt den Leser im Ungewissen darüber, wie es Herron eigentlich gelungen sein soll, all die großen Kopien nach den ebenfalls großen und zahlreichen Originalen, die Stella in einer sehr produktiven 11-jährigen Phase gemalt hatte, in einem einzelnen Galerieraum untergebracht zu bekommen. Also wenn Sie diese Maße auf der rechten Seite sehen und sich vorstellen, Hank Herron hat die alle 1:1 kopiert und das soll jetzt alles in einer über 10-jährigen Produktion in einem einzigen Galerieraum ausgestellt worden sein, wie hätte das eigentlich gehen sollen? Möglicherweise waren solche Ungereimtheiten als Warnsignale für den aufmerksamen Leser und die aufmerksame Leserin gedacht, um ihn oder sie darauf zu stoßen, was er oder sie hier tatsächlich gerade las. Denn tatsächlich gab es weder den Maler Hank Herron noch die Autorin Cheryl Bernstein. Beide waren von der amerikanischen Kunsthistorikerin Carol Duncan zusammen mit ihrem Mann Andrew Duncan erfunden worden, um das Ganze in Komplizenschaft mit dem Herausgeber Gregory Badcock realisiert hatten. Die Duncans hatten eigentlich damit gerechnet, dass die Fälschung recht schnell enttarnt würde, denn sie hatten neben den offenen Fragen zur Realisierbarkeit von Herons Ausstellungskonzept angesichts der Maße der Kopien einige humorvolle Anspielungen sowie entstellte Zitate damals gerade aktueller französischer Philosophen in den Text eingebaut. Ziel des Hoaxes war es dabei, mittels der fiktiven Cheryl Bernstein deutliche Kritik an damals üblichen Rezensionen zu üben. Diese, so der Vorwurf der Duncans, bezogen sich auf eine um sich selbst kreisende Kunst, wie die Herons oder der Appropriation Art, in der existierende Kunst einfach nur wiederholt wurde, wie ihre Cheryl Bernstein lediglich auf abstrakte Theorien anstatt den gesellschaftlichen Kontext, das heißt auch das Publikum, in die Betrachtung mit einzubeziehen. Da jedoch niemand Anstoß an der ebenfalls um sich selbst kreisenden, gedanklich vollkommen abgehobenen Rezension von Cheryl Bernstein nahm, sahen sich die Duncans in gewisser Weise in ihrer Kritik bestätigt, denn niemand nahm den Text als das wahr, was er eigentlich sein sollte, ein Hoax bzw. eine Parodie. The Fake is More wurde somit zu einer Fälschung. Bis der Text 13 Jahre später von dem Kunsthistoriker Thomas Crowe in seinem 1986 erschienenen Essay The Return of Hank Herron enttarnt wurde. Dies anscheinend aber auch nur, weil Carol Duncan ihn zuvor in Bezug auf den Hoax ins Vertrauen gezogen hatte. Also sie wollte offensichtlich, dass das doch irgendwann mal entlarvt wird. Mit diesem nachträglichen Wissen erscheint der Titel des Aufsatzes, The Fake is More, geradezu programmatisch, denn er scheint sich nun nicht mehr nur auf Herron, sondern auch auf den Text selbst zu beziehen. Denn indem dieser zwar mit den Mitteln der Fälschung arbeitet, ist er doch zugleich mehr, nämlich ein Hoax, der eben dadurch mehr erzielt, dass er von weniger ausgeht, nämlich von einer erfundenen Kunstkritikerin, die eine nicht existierende Ausstellung eines fiktiven Malers rezensiert und damit grundlegende Fragen über die Kunstwelt aufwirft. Eine Variante dieser Hoax wird Fake-Dynamik, kann anhand des Falles von Tom Keating und seiner sogenannten Zeitbomben, Time-Bombs, beobachtet werden. Keating war ein Maler und Restaurator, der über 2000 Gemälde von etwa über 100 verschiedenen Künstlern gefälscht haben soll. Keating wurde 1976 von der Journalistin Geraldine Norman im Rahmen eines 1976 in der Times erschienenen Artikels entlarvt, überführt, im Folgejahr verhaftet und wegen Betrugs angeklagt. Aufgrund seines damals schlechten Gesundheitszustandes wurde die Anklage jedoch fallen gelassen. Dies möglicherweise auch, da Keating in der Tat stets nachweisen konnte, dass er eigentlich deutliche Spuren in seinen Fälschungen gelegt hatte, die er nämlich eigentlich als Hoaxe konzipiert hatte. Er schrieb, so behauptete er zumindest, und es gibt immerhin noch ein paar Gemälde, wo man zumindest ansatzweise das auch nachvollziehen kann. Er schrieb zum Beispiel in Bleiweiß Botschaften an seine Restauratorenkollegen auf die Leinwand, ehe er darüber die gefälschte Malerei auftrug, sodass die Schrift bei einer technischen Untersuchung des Bildes mit Röntgenstrahlen sichtbar werden konnte. Oder er baute absichtlich Fehler, wie zum Beispiel Anachronismen, in seine Gemälde ein, beziehungsweise führte diese mit modernen Materialien aus, selbst wenn sie vorgaben, aus der frühen Neuzeit zu stammen. Keating betrachtete diese Praktiken als das Legen von Zeitbomben, das heißt, er spekulierte darauf, dass diese von ihm hinterlassenen Spuren früher oder später entdeckt, seine Fälschungen enttarnt und damit aber zugleich auch die Schwächen des Kunsthandels aufgedeckt würden, der so verunsichert
und destabilisiert werden könnte. Keating hegte eine besondere Verachtung für diesen seiner Meinung nach von den Galerien dominierten und korrupten Markt, bei dem amerikanische Kunstkritiker und Händler ihm zufolge einen Geschmack vorgaben, der nur darauf angelegt war, ihnen auf Kosten sowohl einfältiger Sammler als auch verarmter Künstler die Taschen mit Geld zu füllen. Keating konnte solche Ansichten 1977 öffentlich vertreten, als Geraldine Norman, die Journalistin, die ihn demaskiert hatte, zusammen mit ihrem Mann Frank Norman eine Biografie Keatings mit dem Titel The Fake's Progress, Tom Keatings Story, vorlegte. Der Titel spielte natürlich auf eine von William Hogarths Moral Subjects von 1733-35, nämlich The Rake's Progress, also die Geschichte eines Wüstlings, an. Nur dass während es darin mit dem Protagonisten Tom Rakewell abwärts geht und er in einer Irrenanstalt endet, Keating demgegenüber gegen Lebensende einen sozialen wie finanziellen Aufstieg erfuhr. Denn nach seiner Überführung und der Publikation des Buches der Normans, das von einem Katalog der Fälschung Keatings begleitet wurde, die sehen Sie auf der rechten Seite, war Keating eine Berühmtheit und moderierte zwischen 1982 und 1983 im britischen Fernsehen Sendungen, in denen er die Zuschauer in die Technik alter Meister einführte. Der Fälscher wurde hiermit also sozusagen zum Experten und damit gewissermaßen auch zum Bediensteten eben jenes Systems gemacht, das er zunächst bekämpft hatte. Das Entscheidende ist, dass Keatings Hoaxe, wie die im Falle von Duncans Cheryl Bernstein Hoax, zu Fälschungen wurden, da sie anstatt zur rechten Zeit erkannt zu werden, für lange Zeit als Originale gehandelt wurden und somit über einen sehr viel längeren Zeitraum hinweg mehr Personen täuschten, als von Keating eigentlich intendiert. Wie zuvor bereits angesprochen, gibt es aber auch noch den genau entgegengesetzten Fall, dass eine enttarnte Fälschung im Nachhinein als teilweiser oder ausschließlicher Hoax ausgegeben wird. Auch hierzu möchte ich noch kurz ein Beispiel erläutern. Der ungarische Fälscher Emede Hori, geboren, wie es scheint, 1905 in Budapest als Elemir Horthy und berühmt geworden durch den beeindruckenden Dokumentarfilm von Orson Welles, F for Fake, von 1973, begann nach dem Zweiten Weltkrieg Zeichnungen und Bilder von Meistern der klassischen Moderne wie Picasso, Modigliani, Chaim Soutine oder Matisse zu fälschen. Als de Hori 1967 überführt wurde, behauptete er, dass es einer seiner Motivationen auch gewesen sei, die Unfähigkeit der Experten, Kritiker und auch jener Kunsthändler zu demaskieren, die de Horys eigene Werke negativ beurteilt hatten. Sie haben also hier wieder eine ähnliche Geschichte wie bei Hahn van Meeren. Zugleich behauptete er, dass es ihm auch darum gegangen sei, zu zeigen, wie mittelmäßig tatsächlich einige der allgemein bejubelten Künstler seien, wie zum Beispiel Henri Matisse, der de Hori zufolge ein schlechter und schlichtweg stark überschätzter Zeichner sei, den zu fälschen sehr leicht sei, beziehungsweise, wenn es für de Hori schwierig gewesen sei, ihn zu fälschen, dann nur deshalb, weil es für den angeblich hochtalentierten de Hori mühselig war, seine Begabung zurückzudrängen, um in der Lage zu sein, so schlecht zu zeichnen, wie Matisse in seiner Ansicht es eben getan hatte. All dies zeigt, dass es Fälle gibt bzw. geben kann, in denen Hoax und Fake sich ununterscheidbar miteinander vermengen. Und man kann hier auch wieder an Paul aus Six Degrees of Separation zurückdenken, denn auch bei ihm bleibt es unklar, ob es sich bei ihm wirklich um einen überführten Betrüger und Fälscher handelt oder um jemanden, der gerade dadurch, dass er scheinbar enttarnt wird, tatsächlich den selbstgerechten Lebensstil derjenigen enttarnt, die ihn anscheinend entlarvt haben. Ich habe an anderer Stelle einmal vorgeschlagen, solche Phänomene, in denen sich Hoax und Fake derartig vermischen, als Hoaxe zu bezeichnen. Eine Kombination aus Fake und Hoax, die zudem ein wenig wie die französische Schreibweise für Fälschung, Faux, klingt. Um zu schließen, Fälschung, Hoax und Faux können, um an den Titel der Rezension von Cheryl Bernstein anzuschließen, unserer Wirklichkeit zuweilen in gewisser Weise tatsächlich ein Mehr hinzufügen. Indem sie diese, wie Con Brahms in seiner Enzyklopädie der erfundenen Künstler aus dem Jahre 2000 dies nennt, mittels einer Kunst in der zweiten Potenz hin unsere Welt auf ein Paralleluniversum öffnen können. Natürlich ist dabei zu bedenken, dass nicht jede Fälschung, jeder Hoax automatisch, wie Jonathan Keats dies behauptet, große Kunst ist. Und es ist stets zu beachten, unter welchen Umständen diese tatsächlich eingeführt werden. Dies ist insofern wichtig, als wir Werke unter jeweils unterschiedlichen Vorannahmen betrachten,
welche die Verhältnisse zwischen den Beteiligten der Kunstwelt untereinander regeln. Das heißt, zwischen dem Künstler oder der Künstlerin, dem Kunden bzw. der Kundin und dem Publikum, die alle stillschweigend einer impliziten Vereinbarung darüber zustimmen, was in einer jeweiligen Zeit und Kultur als Original gilt und was nicht. Die damit zugrunde gelegten Vorstellungen von Originalität zuweilen in Frage gestellt zu bekommen, ist, zumal gerade in einer globalisierten Welt, etwas, das man nicht von vornherein verwerfen sollte. Und dies nicht nur, weil wir ohnehin alle früher oder später mit dem Phänomen der Fälschung konfrontiert sein werden. Wir sollten daher im Unterschied zur Fälschung nicht reaktiv, sondern eher aktiv sein, also darauf eingestellt und vorbereitet sein. Fälschung, Hoax und Faux können vielleicht auch insofern mehr sein, als sie von uns als eine Chance wahrgenommen werden können, unseren Umgang mit Kunst in Frage zu stellen, verstärkt darüber zu reflektieren und ihn und die Kunst somit besser darlegen und verstehen zu können. Das ist kein Plädoyer für die Fälschung. Wie gesagt, ich hatte darauf hingewiesen, welchen Schaden Fälschungen anrichten können. Aber da Fälschungen etwas sind, das wir nicht loswerden werden und mit dem wir früher oder später rechnen müssen, ist es besser, sich aktiv darauf einzustellen und sich eben auch zu fragen, was gewinnen wir vielleicht dadurch, dass wir uns aktiv, proaktiv mit Fälschungen auseinandersetzen, jenseits der Wachsamkeit, die wir damit natürlich dann an den Tag legen. Und ich möchte damit schließen mit den Worten des französischen Neurowissenschaftlers Jean-Pierre Changeux, der wichtige Forschung über unsere Arten und Weisen angestellt hat, Kunst wahrzunehmen. Ich lese es erst auf Französisch vor und dann auf Deutsch. Comprendre n'est certes pas aimer, mais plus expliquer fera mieux comprendre, et plus comprendre fera peut-être mieux aimer. Verstehen bedeutet sicherlich nicht automatisch lieben, aber besser erklären verhilft vielleicht zu einem besseren Verstehen und mehr Verstehen ermöglicht so vielleicht besser zu lieben. Und was Schöneres als für die Kunst kann man sich hier vorstellen. Vielen Dank.